Hallo und willkommen auf einen Kaffee. Nun, in erster Linie hoffe ich, dass es euch allen gut geht und dass ihr mit den gegebenen Umständen halbwegs zurechtkommt. Für manche ist das ja schwieriger als für andere und dafür mag es eine ganze Reihe aus Gründen geben. Ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber reden, angesichts dessen, dass die ganze Welt darüber redet und somit ich da eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen habe. Man braucht ja auch nur das Fernsehen anzumachen und bekommt ja den ganzen Tag Corona-TV. Und das ist insofern okay, als dass das halt das ist, was die Medien tun müssen, angesichts der Situation. Aber ich denke mal, es ist nicht unbedingt ratsam, da in unverdünnter Menge zu partizipieren. Das heißt also, den ganzen Tag vor der Glotze zu hocken und immer nur Nachrichten anzuhaben. Das klingt für mich als eine etwas ungesunde Strategie. Ich denke mal, es ist viel klüger, das mal vielleicht auf 20 Minuten am Tag zu beschränken und lieber da mal abends ein Kondensat der gesamten Tagessituation zu erfahren, als sich da ständig damit berieseln zu lassen. Und ich meine das nicht als Kritik gegenüber den Fernsehanstalten oder den Zeitungen. Es ist ja naheliegend, dass man auf eine solche Art und Weise ständig irgendwas zum Thema präsentiert. Aber es ist ja vermutlich psychisch nicht unbedingt die gesündeste Strategie, sich dem unentwegt auszusetzen. Aber auch da gilt, jeder hat da einfach eine andere Art von Zähigkeit, was das betrifft. Was man natürlich immer tun kann, und damit handelt man ja natürlich absolut im Geiste der geforderten Social Distancing und der geforderten Verhaltensweise. Man kann sich ja auch mal zurückziehen und all diese Bücher lesen, die man schon immer lesen wollte und doch nie dazugekommen ist. Ich denke, dass für viele Leute durch die Situation, wie sie jetzt besteht, auf jeden Fall jegliche Ausrede dahin verschwunden ist. Und das ist etwas, da wollte ich jetzt mal zu dem Thema was irgendwie hier beitragen, indem ich einfach mal paar interessante Beispiele für seichte eskapistische Literatur präsentiere. Denn ich lese ja zurzeit extrem viel, aber nicht jetzt unbedingt als eine Reaktion auf Isolation und Quarantäne, sondern weil es eine angenehme Ausgleichsbeschäftigung ist, für mich zumindest zu den anderen Sachen, die ich tagsüber so mache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so eine weitere Episode von meiner Tim und Struppi-Reihe mache, dann kann ich hier gleich mal mit 2 bis 3 Tagen rechnen, die ich dann nur mit dem Schneiden oder Editieren verbringe. Nicht etwa, dass das jetzt ein Arbeitsaufwand von 2, 3 vollen Manntagen wäre, das wäre ein bisschen übertrieben. So filigran geschnitten ist es dann doch nicht. Aber wenn ich mir dafür 2, 3 Stunden am Tag nehme, dann brauche ich dann eben gut 2 bis 3 Tage, bis es fertig ist. Und damit das nicht so komplett nervt, ist für mich eine tolle Sache, dass ich einfach immer stapelweise interessante Belletristik um mich herum habe, wo ich. Also ich lese im Schnitt immer 5 bis 10 Romane gleichzeitig. Ja, und ich habe mir letzten Herbst einen netten Lesestuhl gekauft und ich freue mich immer, wenn der frei ist, weil die meiste Zeit klettert dann natürlich eine Katze drauf und besetzt den. Aber wenn ich sehe, dass da niemand liegt, dann setze ich mich gleich hin und lese mal ein Kapitel oder zwei. Obwohl ich nie und nimmer ein so schneller Leser bin, wie einige der Leute, die zum Beispiel mir eine Reaktion auf eines meiner Bücher schreiben, die ja teilweise relativ dick sind. Und ich bin ja dann immer wieder schockiert, wenn so ein Buch von dieser Dicke, wenn das jemand am Montag kauft und am Mittwochabend erzählt er mir dann schon,
wie das war. Da denke ich mir, wow, ich habe jetzt da irgendwie 7 Monate oder 8 Monate drüber geschwitzt und jemand liest das in 2,5 Tagen. Aber die Leute sind sehr, sehr schnelle Leser geworden. Also das ist ja richtig der Wahnsinn. Das Verschlingen von ganzen Büchern, das ist ein faszinierendes Phänomen der Gegenwart. Es geht auf jeden Fall gegen die gängigen Vorurteile, die man allzu gerne gegenüber dieser Ära, in der wir leben, aufbaut. Nämlich, dass die Leute kaum noch konzentrationsfähig sind, dass niemand mehr so richtig lesen kann und alle können nur noch Computerspiele spielen. Und im Alltag sehe ich das ja eigentlich so gar nicht. Also ich sehe Leute, die imstande sind, einfach mal 200 Seiten am Tag zu verschlingen wie nix. Und ich hatte ja schon bei, sagen wir mal, kleineren Arbeiten von mir, die etwas dünner sind, da also sowas wie das hier, also da, wenn das jemand jetzt kauft, dann habe ich ja dann einen halben Tag später dann schon sozusagen die Stellungnahme dazu, weil das ja einfach nur 40 Seiten sind, also das ist für jemanden eine kleine Lesesession nach dem Mittagessen sozusagen. Weil ich gerade beim Thema bin, also für jene, die es noch nicht kennen, das sind ja meine Kalion-Romane und ich halte sie jetzt aus zwei Gründen so in die Kamera. Der eine Grund ist, weil ich ja bekanntermaßen ein absoluter Idiot bin, wenn es um Marketing geht, was vielleicht teilweise die Ursache dafür ist, warum ich der am wenigsten gelesene Autor Europas bin. Aber der andere Grund ist, weil es tatsächlich jetzt einen vierten Band geben wird. Nicht so schnell, ich muss ihn ja auch noch schreiben. Aber ich habe da jetzt schon die entsprechende Kommunikation mit dem Verlag geführt. Und am Anfang des nächsten Jahres sollte er dann erscheinen. Und das ist dann Kalion 4. Also wer immer sich auf diese Art von historischer Fantasy stürzen möchte, der kann ja mal zum Beispiel auf meine kleine Shop-Seite schauen. Da kann man die Bücher bestellen oder man geht ja direkt zum Periplaneta Verlag in Berlin und bestellt es auf deren Webseite. Wenn man es vermeiden kann, dass man es über das berühmte Versandsystem bestellt, das nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist. Wobei ich jetzt nicht unbedingt zu denen gehöre, die jetzt unentwegt nur die Axt schwingen wegen Amazon. Ich finde Amazon natürlich problematisch, aber auf der anderen Seite hat es jetzt auch schon einen Größenpunkt erreicht, wo es mehr darum geht, Amazon auch als eine unabwendbare Realität zu erkennen und dann eher Druck darauf auszuüben, wie die internen Abläufe und Strukturen in so einer Firma sind, statt einfach nur dazu aufzurufen, dass man es boykottieren soll und all das. Das kann man tun. Mir ist es im Grunde egal. Es ist natürlich, ich höre das ja als Autor, höre ich das ja ständig, dass ich die kleine Buchhandlung an der Ecke unterstützen soll, damit die nicht ausstirbt. Und dazu gehört ja natürlich, dass ich mich gegen Amazon stelle. Das Problem an dieser These ist ja nur, dass einfach, wenn ich das jetzt mal ausnahmsweise mal nicht objektiv betrachte, sondern subjektiv betrachte, die kleine Buchhandlung an der Ecke hat noch nie irgendwas für mich getan. Diese Leute, wenn ich versuche, sie zu kontaktieren, die hetzen am liebsten ihre Hunde auf mich. So unangenehm bin ich denen. Und das ist natürlich eine Art von Behandlung, die kenne ich von Amazon so nicht. Also wenn jetzt die beliebten, allzeit gelobten Eigeninteressen des Individuums im Vordergrund stehen, dann muss ich sagen, ja, ich warte ja auf den Tag, wo die kleine Buchhandlung an der Ecke irgendwas für mich tun, damit ich das Gefühl habe, dass ich motiviert bin, etwas für sie zu tun. Ist halt so eine Sache. Ich habe kein großes Herz für Amazon und ich verstehe natürlich die sozialökonomischen Probleme, die mit so einem Monsterladen einhergehen. Und um ehrlich zu sein, erwarte ich ja dann eigentlich, wenn all jene Leute, die so viel besser sich mit diesem Thema auskennen als ich, dass sie
doch auch ein bisschen mehr Front machen gegen Amazon, anstelle einfach nur blöde Facebook-Postings zu produzieren, in denen sie mich aufrufen, mich quasi in die Schusslinie vor die kleine Buchhandlung nebenan zu stellen. Was ja echt so ein Thema ist. Ich meine, ich habe ja hier, ich lebe ja so auf dem Lande, das ist ja auch so ein Thema, wenn man auf dem Lande lebt, dann wird plötzlich Amazon so ein bisschen unerlässlich. Also da gibt es viele Aspekte, die, also viele Güter, die dann zu bekommen plötzlich sehr kompliziert und sehr aufwendig wäre und am Ende landet man dann doch bei Amazon. Aber vielmehr denke ich daran, dass es gibt ja in derselben Straße in Neustadt, also ist ja ein paar Kilometer von hier, die nächste etwas größere Stadt, ist ja immer noch eine Kleinstadt, es gibt ja zwei Buchhandlungen. Eine Buchhandlung super charmant, sehr angenehm. Die andere Buchhandlung finde ich nicht so charmant, obwohl sie sehr ähnlich aussehen. Aber wenn man dann reinkommt, man hat das Gefühl, man ist in so einer dreidimensionalen Entsprechung der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist ja, das wird ja quasi da drin räumlich, wie aus dem AutoCAD quasi so gepellt, es wird da so räumlich abgebildet. Und man braucht hier nur den Spiegel aufzuschlagen und dann guckt man so hoch und sagt, ah, okay, genau. Das ist natürlich für so einen Underground-Schriftsteller, wie ich einer bin, auch total uncharmant. Und somit ist das für mich ja auch so eine endlose Suche nach dieser Motivation, sozusagen immer die Buchhandlung, die kleine Buchhandlung in der Stadt zu lieben. Und naja, vielleicht kommt das ja noch. Ich bin ja in vielen Dingen ein Spätzünder. Ja, also das Thema war ja, dass Kalion 4 kommen wird und das muss ich ja erstmal auch schreiben. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich ein totaler Idiot bin, wenn es um Marketing und Selbstvermarktung geht und das ist absolut richtig. Das ist etwas, was mir halt nicht so liegt. Ich habe das ja vom ersten Tag an immer zu spüren bekommen, denn egal, was ich als Autor gemacht habe, ich war ja unentwegt damit konfrontiert, wie um mich herum halt alle Leute, die einfach eine größere Begabung dazu haben, eine Rampensau zu sein, wie die auf einer absoluten Überholspur um mich herum immer gedüst sind und ungeachtet dessen, was für eine Qualität da zwischen den Buchdeckeln bei denen gesteckt hat oder nicht. Also das hat damit interessanterweise, also der eigentliche Inhalt eines Buches ist für den unmittelbaren Erfolg oder für das unmittelbare Erfolgserlebnis des Verfassers vollkommen irrelevant. Es geht ja vielmehr darum, wie sehr oder wie gut kann man einfach die Social Media und die ganzen medialen Muskeln massieren. Und wenn man das sehr gut kann, und das will ich jetzt auch nicht so, ich will das ja auch nicht so abwertend beschreiben, weil das ist letztendlich auch viel Arbeit, was sich diese Leute da so machen. Aber es stimmt natürlich schon, dass wenn ich mir die Beschaffenheit dieser Beschäftigung oder dieser Arbeit angucke, dann denke ich mir manchmal, naja, da hätte ich aber auch Versicherungsvertreter werden können. Und damit würde ich möglicherweise auf deutlich stabilerem Boden sein. Aber wie gesagt, das ist natürlich schon so, dass ich wahrscheinlich nicht der erste Künstler bin in der Geschichte aller Künstler, der mit dem Vermarkten und dem Anbietern so seine Probleme hat. Aber die Tatsache, dass ich ein Idiot bin, wenn es um Marketing geht, entbindet mich zum Beispiel nicht von der Verpflichtung, mich bei jenen Leuten zu bedanken, die mich unterstützen. Und das wäre in dieser Runde, in diesem Video mal wieder einmal Fräulein Lotte. Danke für deinen Beitrag. Aber ich möchte mich auch bei Martin bedanken, der nämlich auch meine Ko-fi-Account in Anspruch genommen hat. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Dieses Geld wird bei mir fast ausnahmelos immer in eine Schallplatte umgewandelt, weil das ist letztendlich jenseits des Schreibens und des Machens von YouTube-Videos ist das ja eigentlich so meine eigene Erlebniswelt und eine bestimmte, also eine Art Konstante in meinem Leben. Und das ist ja auch so ironisch, weil über Jahre hinweg war das ja sehr exotisch, einfach Regale mit Schallplatten in der Wohnung zu haben. Ich meine, wir erleben ja eine Art Rückkehr des Vinyls und
Plötzlich ist man nicht seltsam exotisch mit seinem Schallplattenregal, wenn da jemand vorbeikommt. Plötzlich ist man ein Hipster. Aber es ist immer noch dasselbe Schallplattenregal bei mir. Also, ob man's so oder so kulturhistorisch rezipieren und dechiffrieren möchte. So, in diesem Sinne, aber was ich eigentlich mit diesem Video hier machen wollte, ist, ich wollte ja quasi dazu beitragen, dass man besser durch das Isolationsgefühl hindurchkommt, indem ich einfach mal ein paar interessante, teilweise vollkommen trashige Romanserien mal vorstelle, die man so lesen kann, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzen muss und einfach mal sich in Bücher vertiefen möchte. Und also nicht alles davon würde ich jetzt als trashig bezeichnen. Einiges davon ist extrem charmant. Ich will mal mit irgendwas anfangen. Ich muss da hier nur ein bisschen rumstapeln, weil ich habe hier in Wirklichkeit hier recht viele Bücher auf dem Tisch gerade. Ich hatte ja mal nach ungefähr 20 Jahren oder sowas oder länger zum ersten Mal wieder ein so richtiges Jugendbuch gelesen. Also ein Buch, das eigentlich für deutlich jüngere Jahrgänge gedacht ist, als ich einer bin. So um 35 Jahre jünger ungefähr. Also ein echtes Buch für Kinder. Aber das ein derartig charmant war und mit einer derartig charmanten Aufmachung daherkam, dass ich einfach nicht widerstehen konnte. Also das zahlte ja so perfekt auf meine eigenen Knabenträume meiner Kindheit ein und ich hätte mir nur wünschen können, dass in meiner Kindheit es diese Art von Buchreihe gegeben hätte. Ich rede von den drei Büchern von Joshua Maul, die ich mir hier beschaffen hatte. Das sind drei Romane, das ist eine Trilogie. Die tragen die Namen Operation Red Jericho, Operation Typhoon und Operation Storm City. Das hier habe ich jetzt schon durchgelesen und hab gerade mit dem zweiten Teil hier angefangen. Das ist insofern super charmant. Ich meine, Leute, die sich viel mit Jugendliteratur und Abenteuerliteratur der letzten Jahre auskennen, für die ist das ja nichts Neues. Das ist wahrscheinlich relativ bekannt in der Szene. Aber mir ist es ja damals in einem Buchladen in die Hand gefallen, weil es ja zu diesen Büchern gehört, die mit einer opulenten Ausstattung daherkommen. Also grafisch gigantisch. Dann ist es so voller ausfaltbarer Grafiken und Beschreibungen und Skizzenplänen. Alles ist so mit vertraulich Siegeln versehen. Super charmant. Irgendwie auch sehr bildend, könnte man sagen. Also es ist natürlich eine Abenteuergeschichte für junge Leser, aber man kommt da auf jeden Fall auch mit allerlei interessanten, faszinierenden Informationen raus. Hier am Ende sogar so eine riesige Karte, wo, ich weiß nicht, das ist zu groß für die Kamera. Heider Witzka. Also so ein ganzer Plan, wo der Ablauf der Handlung komplett festgehalten wird. Also das ist ja extrem opulent. Ich glaube, das ist ein britischer Schriftsteller. Und das erschien hier in Deutschland beim Dressler Verlag und schon wohl vor ein paar Jahren. Und die sind alle drei sind so. Also alle drei bestehen aus diesen unzähligen Zusatzkarten und Plänen und Sachen, die man ausfalten kann. Das fühlt sich alles so interaktiv an. Sehr charmant. Sowas hat es ja schon immer gegeben. Also in gewisser Weise hat schon so jemand wie Jules Verne damit begonnen, in seinen Büchern zumindest Landkarten abzudrucken. Und ich kann mich ja erinnern, mein Landsmann Ludwig Soucek hat ja in den 60ern, Anfang der 60er, Mitte der 60er eine Science-Fiction-Trilogie rausgebracht. Die war ähnlich konzipiert, also auch bestechend, weil sie voller Fotos war und Skizzen und so so einen konzeptionellen Rahmen von so einer Mockumentary hatte. Also es ist ja mehr wie eine Reportage geschrieben. Also das sind ja alles keine neuen Ideen, aber das ist ja super charmant alles. Und diese Trilogie hier von dem Joshua Maul, die handelt ja von zwei Geschwistern in den 20er Jahren. Also da ist ja nochmal diese zusätzliche Komponente eigentlich einer historischen Geschichte, die in einer ganz bestimmten Ära, in einer ganz bestimmten Ära angesiedelt ist, die
am Anfang der modernen Reisekultur steht. Also die 20er Jahre, das ist ja so die Zeit, wo langsam so etwas wie die ersten Airlines entstanden sind, wo plötzlich das Reisen möglich wurde, aber noch immer relativ erschwert war. Also das ist schon eine Zeit, die sozusagen jenseits der Dampfära ist, aber erst am Anbeginn des uns heute so vertrauten Petroleumzeitalters. Also es ist auch eine Art, es ist auch eine Zeit des Wunderns. Es hat ja auch so ein bisschen was von Indiana Jones, die ganze Geschichte. Und da geht es um diese Geschwister, Teenager, so unangepasste Kinder, die eigentlich ihre Eltern verloren haben, aber auf eine rätselhafte, ungeklärte Art und Weise. Und erstmal diese Erfahrung hinter sich gebracht haben, dass sie von einer verwandten Person zur anderen gereicht wurden, aber meistens nur so für ein Jahr. Länger hat das dann die Person nicht ausgehalten, weil das so ein bisschen zwei störrische Rabauken sind. Naja, und dann in diesem ersten Band geraten sie sozusagen auf die Spur einer Geheimgesellschaft, die etwas mit China zu tun hat. Und der Band spielt sich im chinesischen Meer ab und ist, ja, das ist eine charmant geschriebene Sache. Da ist sicherlich die Qualität des Buches besteht nicht so sehr darin, dass jetzt die Charaktere und die emotionale Logik allzu gut ausgearbeitet wäre, sondern der Charme besteht eher darin, dass der Verfasser großes Sachverständnis hat für Technologie, Erfindungen, aber auch den technischen Stand der Dinge in jener Zeit, und damit spielt er sehr stark. Und wenn es jetzt darum geht, in diesem Video hier perfekte eskapistische Literatur zu präsentieren, dann sind diese drei Bände hier, die zahlen darauf wirklich perfekt ein. Ja, also das ist auch sowas, was man sehr, sehr schnell durchliest. Und ist etwas, was man ganz gut zum Beispiel seinen Kindern kaufen kann. Zum Lesen kann ich eigentlich empfehlen. Einen Schluck nehmen. Dann hatte ich dieses Buch mal gelesen. Es trägt den Titel Es begann in Tanger von Hammond Innes, ein britischer Autor. Das Buch heißt im Original The Strange Land und spielt sich wohl in den 50er Jahren in Marokko ab. Und das ist kein schlechtes Buch, es ist auch kein großartiges Buch. Ich fand ja stellenweise, dass es ein wenig ins schwer Nachvollziehbare abdriftete, aber im Großen und Ganzen ist das eine charmante, schnelle Lektüre. Es hat eine ziemlich tolle Eröffnungsszene oder ein Eröffnungskapitel, wo wir sozusagen den Protagonisten begegnen, einen Mann namens Latham, der in der Stadt Tanger, also letztendlich eine Enklave im Norden Marokkos, in einem Hafencafé sitzt und oder in einer Hafenkneipe und dort in einem Sturm ausharrt und auf die Ankunft eines Segelschiffes wartet. Und er ist ein ehemaliger Schmuggler, der dort eigentlich in diesem Hafen bekannt wie ein bunter Hund ist und sich dort eigentlich gar nicht aufhalten sollte. Aber er ist sozusagen einer, der sich gebessert hat und der im Süden Marokkos eine Art von Hilfsmission betreibt für die lokale Bevölkerung dort. Und auf dem Schiff, auf dem Segelschiff, das er erwartet, sollte sich ein Tscheche mit dem Namen Kavan befinden, der ein Arzt ist, weil er braucht dringend einen Arzt in seiner Mission, und deswegen hat er ihn über irgendeine Anzeige in der Zeitung rekrutiert und wartet nun auf seine Ankunft. Nun ist es so, dass Kavan eben aus Gründen, die dann später erläutert werden, mit einem etwas verdächtigen Mann namens Wade unterwegs ist, dem das Segelschiff gehört, also der offensichtlich selber irgendwo aus den kriminellen Kreisen stammt. Und das Schiff, also das Segelschiff, erreicht schließlich erwartungsgemäß spät abends bei Dunkelheit den Hafen, kann aber nicht anlegen, wetterbedingt, und sinkt letztendlich vor der Küste. Und nur ein Mann kommt an Land und wird dort von der Polizei entgegen empfangen. Und unser Protagonist, Latham, weiß allerdings nicht, ob das nun Wade ist oder Kavan.
Und das ist schon ein bisschen ein Teil der Verstrickungen, die sich durch dieses Buch hindurchziehen. Dort sehr, in dieser Geschichte wird sehr viel gelogen und dadurch entstehen bestimmte Twists, wo wir plötzlich erfahren, dass die Personen nicht das sind, was sie sind. Hinzu kommt, dass es noch eine Frau in dieser Hafenkneipe gibt, die genauso auf den Covern wartet und behauptet, seine Verlobte zu sein. Und da ist auch ein griechischer Mafia-Typ namens Kostas, der ebenso, der nicht auf Covern, sondern auf Wade wartet wiederum. Und daraus entstehen dann so bestimmte Verstrickungen. Es ist eine interessante Geschichte, die einen so in die 50er Jahre in Marokko entführt, also in einer Zeit, in der noch immer die französischen Organe dort eine Rolle spielen, aber gleichzeitig eine ganz klare, ein ganz klarer Widerstand gegen die Kolonialmacht zum Ausdruck kommt und unsere Handlungspersonen geraten da so richtig dazwischen. Also ist ein okay Buch, ist auf jeden Fall lesenswert. Man findet das nicht immer an allen Stellen schlüssig oder logisch, aber das ist ja ein Problem, das auch andere Bücher schon immer hatten. Ich habe ja ansonsten von Hammond Innes noch das Buch Die verlorene Oase. Das kenne ich noch nicht. Ich glaube, dass sich das in Arabien abspielt. Aber wenn ich dazu komme, werde ich das unbedingt auch mal schnell lesen. Dann habe ich mich an etwas rangetraut, das sehr lange im Regal gestanden hatte und wo mir einfach der Mumm gefehlt hatte, mich heranzuwagen. Aber jetzt dachte ich, im Zeitalter der Isolation und Quarantäne, es ist an der Zeit, Patrick O'Brien zu lesen. Hier die ersten drei Bände seiner berühmten Master- und Commander-Reihe. Der Gag ist natürlich, dass ich die im englischen Original lese und das sind extrem authentisch geschriebene Bücher. Das heißt also, das ist nicht unbedingt leicht zu lesen, weil es einerseits den Zungenschlag des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts besitzt auf Englisch, aber zugleich natürlich durchdrungen ist mit einer zeitgemäßen nautischen maritimen Sprache. Und das hat also bei mir einfach auch so lange gedauert, wahrscheinlich bis ich das Gefühl hatte, dass mein Englisch gut genug ist, um sich an sowas ranzutrauen. Aber wenn man da erstmal reinkommt, ist das ja ein ganz toller Flow, weil diese Bücher extrem authentisch geschrieben sind und eine waschechte literarische Entführung darstellen in die Welt der napoleonischen Kriege an Bord eines britischen Kriegsschiffes sozusagen. Wobei auch das ist super interessant, weil hier erfährt man dann detailliert, wie letztendlich auch die Ökonomie hinter dieser britischen königlichen Seefahrt, der funktionierte. Und das waren ja letztendlich interessante Projekte, die so von außen betrachtet immer so einen Anschein von Freibeutertum besaßen. Denn letztendlich war jeder Kapitän eines solchen Schiffes teilweise durch die Präsenz seines Kapitänspatentes und durch das Schiff, das ihm übertragen wurde, auch irgendwie ein bisschen verschuldet. Und er war ja immer aufgerufen und motiviert, bestimmte Eroberungen und bestimmte Siege zu verrichten, weil auf diese Art und Weise konnte er sich refinanzieren. Also es war doch interessant, wie vermutlich beide Seiten in diesem Krieg bemüht waren, die Marine eben möglichst zu privatisieren. Manche haben es dann natürlich übertrieben, was ja letztendlich dann zum Entstehen dieser ganzen Freibeuterkultur beigetragen hat. Und das ist irgendwie sehr spannend. Aber man merkt ja, dass nach heutigen Maßstäben war ja das Vorgehen dieser Kriegsschiffe ja ethisch äußerst grenzwertig. Aber das gefällt mir natürlich an dieser Buchreihe. Da ist ja so gar nicht, da ist ja so gar keinen Hauch des Postmodernen besitzt, sondern einfach
sehr authentisch und sehr gelungen, dass die emotionale Logik und das Wertesystem der Leute in dieser Zeit übernimmt. Und da muss ich mich als Leser sozusagen hineinbegeben und das an mich heranlassen und mich darauf einlassen. Da gibt es keine Zwischenebene, wo das für mich quasi dekodiert wird, um es dann so in mein moralisches Weltbild zu übertragen, was ja häufig der Fehler ist bei historischen Büchern, aber auch Filmen, wo plötzlich dieser emotionale Anachronismus entsteht, weil man den Handlungspersonen Dinge in den Mund legt, die sie damals nie und nimmer ausgesprochen hätten, weil das nicht dem Paradigma entsprach, unter dem sie lebten. Und das wird dann nur deswegen getan, damit es für uns nicht zu fremdartig und für uns zum Beispiel moralisch nicht zu ambivalent erscheint. Aber das ist meistens ein Problem. Naja, also das ist mal etwas eher Anspruchsvolles, was natürlich nicht ohne Anstrengung ist, die man da so als Leser investieren muss. Mastering Commander, Band 2 Post Captain und HMS Surprise. Ich meine, O'Brien hat 20 Bände geschrieben, das sind nur die ersten drei Bände. Sollte ich hier durchkommen, warten dann immer noch 17 Bände auf mich. Natürlich zur Erwähnung sollte man an dieser Stelle natürlich den Film von Peter Weir bringen mit Russell Crowe und Paul Bettany in der Hauptrolle. Da muss man sagen, das ist ja mal vergleichsweise eine extrem gelungene Verfilmung. Also nicht nur was eine historische Authentizität einer Geschichte betrifft, sondern auch in Bezug auf den Roman. Was die da verfilmt haben aus dieser Reihe ist der 10. Band, The Far Side of the World. Allerdings habe ich schon hier im ersten Band Passagen gelesen, wo ich gemerkt habe, ah, das haben die hier rausgeschnitten und einfach in die Verfilmung mit eingebaut, weil sie das interessant fanden. Und aber das stammt dann in Wirklichkeit hier aus diesem ersten Band. So viel also zu Patrick O'Brien und Master and Commander. Aber begeben wir uns bei der Suche nach eskapistischer Fluchtliteratur mal in das alte Rom. Und es gibt ja eine Menge interessanter, eigentlich könnte man es gar nicht aufzählen und ich kenne ja die meisten auch nicht. Es gibt ja so viele Buchreihen, die sich mit dem alten Rom beschäftigen. Ich glaube, wir Menschen haben immer eine Tendenz, und uns an Kulturräumen und Staatssystemen zu ergötzen und zu berauschen, die in ihrem innersten Kern faschistisch sind. Das scheint irgendwie eine Art von Neigung zu sein. Vermutlich, weil solche Kulturen und solche Reiche und Staaten dann stark hierarchisch organisiert sind und es somit große Machtspiele geben kann, und das zahlt zumeist auf eine spannende, abwechslungsreiche Handlung ein. Also was ja recht charmant ist, sind ja die Bücher von, und das ist ja ziemlich bekannt, die Bücher von John Maddox Roberts, die SPQR, Senatus Populusque Romanum, wenn ich mich richtig erinnere, aus meiner Schulzeit. Was ja totaler Quatsch ist, weil ich habe in meiner Schulzeit überhaupt nichts gelernt, überhaupt nichts. Ich glaube, alles, was ich im Leben gelernt habe, kam irgendwie danach, als ich in meinen 20ern war. Aber gut, das nur am Rande. Das hier sind so charmante Detektivromane. Die Idee, Detektivgeschichten in einer Zeit anzusiedeln, bevor es irgendwelche Detektive gab oder irgendeine anspruchsvolle Strafverfolgung und Gerichtsbarkeit, ist nicht allzu originell, und das hat es schon immer gegeben. Sogar Umberto Eco mit seinem Name der Rose hat ja da mitgemacht. Also das ist hier einfach nur ein weiterer Fall, wo wir so eine Art altrömischen Sherlock Holmes haben, eigentlich einen jungen Mann aus sehr guter Familie, also ein Patrizier, der so langsam auch seine Rolle sucht in dieser hochkomplexen und politisch sehr aufgeladenen römischen Gesellschaft der Patrizier. Und hierbei ist ja auch interessant, dass der Verfasser versucht ja möglichst viel aus dem Umfeld dieses Protagonisten,
Ich zeige dir mal nacheinander einfach mal die ganzen Romane. Der hat ja im Verlauf der letzten 20 Jahre 14 oder 15 davon geschrieben. Davon sind immerhin schon 13 auf Deutsch erschienen. Ich habe ja nur 12 hier. Das 13. ist quasi in der Post. Deswegen habe ich das ja überhaupt hier auf dem Tisch, weil ich habe das schon ewig lang nicht gelesen. Sowas habe ich eigentlich fast als Teenager gelesen. Aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, ob es da nicht wieder ein Band gibt. Mal alle 5 Jahre gucke ich dann nach, ob der wieder was aus der Reihe geschrieben hat. Und dann kann ich es einfach nicht lassen. Und ich musste noch das eine Buch bestellen, damit ich. Also da wird irgendwie so mein Gefühl für meinen Drang nach Vollständigkeit befriedigt. Deswegen, diese Romane, die sind ja allesamt in so 3, 4 Jahresschritten erschienen. Also dieser John Maddox Roberts hat nebenher noch 5 oder 6 andere Zyklen geschrieben. Der ist ja extrem schreibwütig. Eine Sache ist daran schon auch sehr interessant, nämlich obwohl diese einzelnen Bücher einerseits so eine Art abgeschlossene Detektivgeschichten sind mit meistens einem rätselhaften Mord und einer Menge an Zeitgenossen und Zeugen, die alle nicht sehr kooperativ sind. Und jetzt ist sozusagen dieser Detektiv, ich meine, das Wort existiert ja im alten Rom nicht, aber jetzt ist dieser exotische Ermittler da, also exotisch in dem Sinne, als dass all die anderen Leute, also auch Leute, die sozusagen die Judikative dort vertreten, einfach nicht verstehen, warum man einen Menschen etwas ermitteln lassen sollte, wo doch meistens die Sache doch ganz klar ist. Und er überrascht dann natürlich alle, weil er den wahren Mörder oder die wahren Drahtzieher identifizieren kann. Und dann beginnen alle natürlich darüber nachzudenken, ah, also wenn man jemanden ermitteln lässt, dann. Das ist natürlich ein bisschen schrullige Art, die Antike zu betrachten. Aber es funktioniert, weil auf diese Art und Weise schafft er sich auch so eine Art Renommee. Und aus dem Grund trägt man dann in der Zukunft immer häufiger den Wunsch an ihn heran, er möge doch ermitteln, er möge doch herausfinden. Also das wird er fast behandelt, als hätte er diese seltene Gabe, die sonst gar niemand in ganz Rom hat. Ist ja der Einzige, der so abstrakt denken kann, dass er sich zum Beispiel die Frage stellt, ob ein Fußabdruck im Staub relevant sein könnte oder nicht. Also das sind ja schon richtig viele Bücher. Das ist ja auch oft sehr exotisch. Also da, ich glaube, nur die ersten 3, 4 Bände spielen sich in Rom ab. Dann begibt er sich auch ein bisschen auf Reisen. Das ist ja auch, also es gibt ja zwei doch interessante Aspekte daran, die man hervorheben sollte. Einerseits die Zeit, in der sich die Geschichte abspielt. Dies ist sozusagen am Ende der republikanischen Ära des Römischen Reiches. Das heißt, es ist noch die Zeit, in der letztendlich der Senat regiert mit seinen 2 Konsulen. Diese Geschichten fallen so in die Zeit von Gaius Julius Caesar und Pompeius. Und es sind alles auch Gestalten, die dort unentwegt in Erscheinung treten in dieser Reihe. Ich glaube, wir laufen ja inzwischen schon auch Octavian über den Weg, den zukünftigen Augustus, oder zumindest wird der auch immer. Also eigentlich ist es so, dass es gibt eine Art von eine Erzählerstimme, zumindest am Anfang und am Ende der Geschichte, wo unser Protagonist offensichtlich ein alter Mann ist, der dies als eine Art Erinnerung aufzeichnet. Und es wird sehr deutlich, dass er das in der Zeit von Kaiser Augustus schreibt, also und sich quasi an eine Zeit erinnert, bevor Rom einen Kaiser hatte. Und das macht und das diese Art von Vergänglichkeit ist schon interessant, weil wir so von Band zu Band zunehmend auch diesen Verfall des Römischen Reiches so miterleben. Also dieser Übergang von einer zivilisatorischen Form als diese parlamentarische politische Ordnung hin zu dieser Regierungszeit der Tyrannen und oder Kaiser. Und gleichzeitig ist ja auch interessant, dass sich der Verfasser immerhin die Zeit nimmt, seinen Protagonisten von Band zu Band
weiterzuentwickeln. Denn am Anfang ist das ja ein sehr junger, aufmüpfiger Mann, der eine echte Abscheu davor hat, sich den Lebensentwürfen, die so sein angesehener patrizischer Vater für ihn vorgesehen hat, anzupassen. Und ein Mann, der, also es ist eher so ein verlotterter Rebell, der am liebsten durch irgendwelche Hurenhäuser zieht. Aber der wird ja im Verlauf der Bände immer konservativer und konservativer und in gewisser Weise aber auch langweiliger. Aber das hat natürlich einen gewissen Charme, den man als junger Leser noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber ich habe festgestellt, wenn man selber eine sehr ähnliche Lebenszeitspanne durchschreitet, wie das dieser Protagonist auf der Basis von 13 Romanen getan hat, dann kann man das ein bisschen besser nachvollziehen. Also diese größere Gelassenheit und dieser wachsende Zynismus und auch die mangelnde Bereitschaft, sich irgendeiner Abenteuerlust zu ergeben. Und daraus entstehen dann ganz neue Handlungsansätze eben. Ja, das waren also die SPQR-Romane von John Maddox Roberts. Ich lege die jetzt mal beiseite, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Was ist das hier? Das gehört hier nicht hierher. So. Also im Geiste der Quarantäne ist das ja dankbare Literatur, denn das sind ja 13 Bücher, die man sich da besorgen kann. Und gerade die ersten 10 Bände dürfte es für Apple und Ei geben. Wenn man jetzt über antiquarische Webseiten oder sowas geht, das kostet ja nicht viel. Interessant finde ich ja, dass das, was ich jetzt gerade lese, ich habe ja dann endlich auch mal, das lag ja auch schon ewig lang rum, ich habe immer irgendwie Bücher in den Kisten und dann lese ich die nicht, aber irgendwann nach ein paar Jahren kommen die dann in meine Hand, fallen die mir in die Hand und dann beginne ich das zu lesen. Ich habe nämlich die Bücher von Simon Scarrow hier in einer Kiste. Der hat hier auch schon ungefähr 14, 15, 12 Romane ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie viele geschrieben. Ich habe ja immerhin die ersten 5 hier. Im Zeichen des Adlers war ja, glaube ich, das erste Buch. Und das wiederum ist, also erstens ist das in eine andere Zeit gesetzt als die SPQR-Romane, ungefähr 2,5 Generationen später in die Regierungszeit von Kaiser Claudius. Ist eben eine rein militärische Betrachtungsweise des Römischen Reiches. Also das ist das Abenteuer von zwei Freunden, die beide in der römischen Legion sind. Und am Anfang erleben wir sie in ihrem Einsatz in Gallien. Und ich habe dann angefangen, den zweiten Band zu lesen. Da geht es dann nach Britannien. Und da ist es durchaus interessant, mal die Dynamik zwischen diesen beiden Protagonisten auch zu erleben. Denn das ist ja erstmal keine einfache Freundschaft, da der eine des anderen Vorgesetzter ist, zum einen. Und zum anderen ist der niedrigrangigere von den beiden jemand, der eher aus betuchten Verhältnissen stammt, also so direkt aus dem Kaiserpalast in die Legion geschickt wurde und somit von seinem Vorgesetzten erstmal nicht sehr ernst genommen wird. Auf der anderen Seite ist dieser junge Mann gleichzeitig aber jemand, der eigentlich ein freigelassener Sklave ist. Zumindest sein Vater war ein berühmter Palastsklave des Kaisers und der Sohn wird jetzt sozusagen freigelassen, allerdings unter der Auflage, dass er erstmal ein Jahrzehnt der Legion dient, also dem Reich dient als Legionär. Und da ist aber auch natürlich eine leichte Spur Protektionismus drin, deshalb dient er auch nicht von Anfang an als einfacher Legionär, sondern als ein Optio. Und das ist ja schon mal so eine Art rechte Hand des Centurios. Und der Centurio ist sozusagen die andere Hauptgestalt in dieser Romanreihe. Ja, das ist auch nicht sehr anspruchsvoll jetzt geschrieben, aber dafür extrem charmant und extrem gewitzt teilweise. Und man lässt sich da sehr schnell mitreißen.
Die sind ja fast alle bei Heine oder bei Blanc-Vallée erschienen, was ja mehr oder weniger dasselbe ist, glaube ich. Ja, und mal sehen, wie lange ich das jetzt so durchhalte. Also ich habe jetzt 1,5 Bände davon gelesen. Auch perfekte Literatur für die Quarantäne, kann man anders nicht sagen. Wenn man im alten Rom bleiben möchte, aber dann doch vielleicht etwas anspruchsvoller sein will als die bereits genannten Bücher, dann kann man sich natürlich an Robert Ranke Graves halten. Sein Buch Ich, Claudius und Claudius Gott und seine Frau Messalina. Das sind zwei Bände, die Robert Graves geschrieben hatte, die wirklich zu den besten gehören, was es literarisch über das alte Rom, also zumindest belletristisch, gibt. Das hier sind übrigens zwei tschechische Ausgaben. Ich habe das ja immer auf Tschechisch gelesen. Aber das findet man garantiert für paar Cent irgendwo auch antiquarisch. Und das ist eine Ich-Erzähler-Perspektive des Kaisers Claudius, der eigentlich nur deswegen einige der größten Machtkämpfe der römischen Geschichte überlebt, weil alle davon überzeugt sind, dass er ein stotternder, zurückgebliebener Idiot ist und er schon in seiner Jugend erkennt, dass darin ein Überlebensmechanismus steckt, in einer Welt, in der sich alle gegenseitig ermorden und vergiften lassen, weil unentwegt die Frage im Raum steht, wer als nächster nach dem Thron greifen wird. Und Claudius überlebt sie ja letztendlich alle, weil er es perfekt lernt, einfach der Palasttrottel zu sein. Der gebildete Palasttrottel, er gilt ja so als Gelehrter und Buchautor, aber eben in seinem stotternden Intellekt und seiner schrulligen Abwesenheit nimmt ihn eben keiner ernst. Damit erfüllt er sein eigentliches Ziel, einfach nur zu überleben, denn allein in seiner Familie werden ja fast alle getötet, auf die eine oder andere Art und Weise, inklusive seines Vaters. Wie sich später herausstellt, fast immer geht das aufs Konto von Livia, also der Ehefrau von Augustus, was ja historisch ein bisschen umstritten ist, aber nicht ganz aus dem Weg geräumt, zumindest von dem, was ich so über diese Ära weiß. Also das ist großartige Weltliteratur, muss man sagen. Also beide Bände finde ich sehr lesenswert. Manchen ist das vielleicht bekannt, weil es ja in den 70er Jahren vom BBC verfilmt wurde als eine TV-Serie mit Derek Jacobi in der Hauptrolle und John Hurt. John Hurt spielt dort Caligula, was sehr gut funktioniert. Ja, das war also jetzt mal witzig, finde ich noch das hier, nur so aus Spaß, weil ich ja vorhin die SBQR-Bücher von John Maddox Roberts beschrieben habe. Und das hier ist ein Buch von Peter Chodkiewicz, der den Titel trägt Der Fall Hypatia. Also, das ist Chodkiewicz sein Buch über die faszinierende antike Mathematikerin Hypatia von Alexandria. Übrigens in meinem Shop als T-Shirt zu haben. Und da finde ich es ja witzig, weil der im Vorwort sich ja über John Maddox Roberts und seine SPQR-Bücher total auskotzt. Aber halt so richtig. Und naja, das ist halt das ein Problem mit diesen echten intellektuellen Literaten und Leuten, die eben nicht wie ich diese großartige Toleranz gegenüber Trash und Schund haben. Das ist natürlich immer so ein Thema. Es war früher, heute ist das nicht mehr ein Problem, aber früher war das immer ein Problem für mich, weil ein beachtlicher Teil meines Freundeskreises aus richtig philologisch gebildeten Leuten bestand, also Leute, die so Germanistik studiert hatten. Und die mich ja eindeutig massiv überfordert haben, aber die irgendwie auch nicht verstehen konnten, dass ich dieses große Herz für allerlei Schund habe. Und das führte ja immer zu irgendwelchen spannenden Streitgesprächen. Wenn es nach ihnen gegangen wäre, dann hätte ich immer nur Ernst Jünger lesen dürfen oder Baudrillard oder
Was in der Art. Aber nochmal zurück zu Chodkiewicz. Das ist ein sehr interessantes Buch, in gewisser Weise ein Sachbuch über eben Hypatia, was mich insofern interessierte, als dass es nicht sehr viele Bücher über Hypatia gibt, weil über sie auch nicht so viel bekannt ist. Also das ist ja in der Wissenschaftsgeschichte ja doch eine richtige Sphinx, über die man wenig weiß, aber es ist ja auch letztendlich auch ein, ihre Biografie ist ja auch ein interessanter Blick auf die allerersten Entstehungstage des Christentums und all den und all die relativ ekelerregenden Sachen, die damit einhergingen. Das Faszinierende an diesem Buch allerdings ist, dass auch für Chodkiewicz relativ schnell klar wurde, dass man nur so und so viel Informationen über Hypatia zusammentragen kann, weil begrenzt viel einfach vorhanden ist. Und das führt dann dazu, dass dieses Buch auch zunehmend mehr wie so ein Gonzo-Buch daherkommt, also so im Geiste von Hunter Thompson, wo er vielmehr einfach seine Reise nach Ägypten beschreibt, auf der Suche nach Hypatia. Und das ja teilweise mehr eine Art Reisebericht über die Zustände in Ägypten ist und was ihm da alles widerfahren ist. Also durchaus ein interessantes, charmantes Buch, das einen Schreibstil hat, der stellenweise sehr wendig ist und ein bisschen überrascht. Ja, ich glaube, für den Augenblick reicht es. Das ist ja alles viel zu lang wieder gewesen, nicht wahr? Aber es mag ja sein, dass ihr gerade nichts zu tun habt und in diesem Sinne habe ich euch vielleicht mal den einen oder interessanten Lesetipp gegeben und werde jetzt mal schauen, dass ich das zusammenschneide. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Did you see the sounds on that thing?